Weil es beim Amerika-Lexikon schon ein Video über die US-Flagge gibt, sprechen wir natürlich auch über die Flagge Kanadas. Ich glaube, die kanadische Flagge kennt wirklich jedes Kind. Die Maple Leaf Flag mit dem berühmten kanadischen Ahornblatt hat einen echten Wiedererkennungswert. Und so soll es bei einer Nationalflagge ja auch sein. Und dabei ist die Flagge überhaupt nicht alt. Erst 1965 wurde das Design vom kanadischen Parlament festgelegt. Damit ist sie deutlich jünger als zum Beispiel die Flagge der USA. Und die Vorläufer dieser Flagge sahen auch komplett anders aus, sodass man sagen kann, die Flagge hat einen echten Senkrechtstart hingelegt, wenn es um Bekanntheit geht. Trotzdem war die kanadische Flagge eine schwere Geburt. Ohne Witz jetzt, die Diskussion über das Aussehen der Flagge hat damals in Kanada die Great Flag Debate in Gang gesetzt. 6 Monate lang wurde im Parlament heftigst diskutiert. Das waren mit die heftigsten Debatten in der Geschichte des Parlaments überhaupt. Um das zu verstehen, muss man die vorherigen Flaggen Kanadas kennen. Diese hatten immer einen großen Unterschied. Die Flagge des Vereinigten Königreichs, der Union Jack, war darauf sichtbar. Sobald die Briten im Gebiet des heutigen Kanada die Franzosen verdrängt und die Kontrolle übernommen hatten, da hissten die natürlich ihre eigene Flagge. Der Union Jack selbst war also die erste kanadische Flagge. Man war einfach eine weitere britische Kolonie. Etwas später wurden dann Flaggen benutzt, die aus der britischen Handelsmarine kamen. Und das sind auch die Varianten, die wir auf Bildern aus den beiden Weltkriegen sehen, nicht das Ahornblatt. In der großen Flaggendebatte ging es also darum, ob man das Symbol des britischen Mutterlandes beibehält oder nicht. Und da war man sich gar nicht einig. Die Geschichte ist ja hier im Norden ganz anders verlaufen als in den USA. Dort hatte man sich mit Gewalt vom Vereinigten Königreich getrennt und man hat die Briten verjagt. In Kanada gab es keinen solchen markanten Bruch, sondern man löste sich langsam, nach und nach. Schaut euch dazu gerne meine Playlists an. Das ist schon ein Markenzeichen der kanadischen Geschichte und vielleicht der kanadischen Mentalität an sich. Man wollte irgendwie unabhängig sein, aber eben nicht so brachial wie die Nachbarn im Süden. 1948 preschte dann Quebec, also der französischsprachige Teil Kanadas, voraus, weil die hatten mit den Briten eh nie viel am Hut. Man wollte sich sowieso von den englischen Teilen mit ihrer roten Union Jack Flagge abgrenzen. Also gab man sich eine eigene Flagge. Ausgerechnet mit den Symbolen des Königreichs Frankreich. In den 1960ern wurden die Abspaltungstendenzen Quebecs dann deutlicher und die Politik erkannte, der nationale Zusammenhalt ist bedroht. Eine neue Flagge sollte also zeigen, dass man eine Einheit ist, dass man zusammengehört. Merkt ihr die Ähnlichkeit zu den USA? Die Flagge wurde dort ebenfalls erst in Krisenzeiten zum nationalen Wahrzeichen. Schon interessant, wie solche Symbole in schweren Zeiten an Bedeutung gewannen und nicht in Zeiten der Stärke. Wie auch immer, bei der Debatte ging es jedenfalls total zur Sache und über 300 Reden wurden im Parlament dazu gehalten. Knapp 6000 Entwürfe wurden gesichtet, auch Vorschläge aus der Öffentlichkeit. Da gab es Ideen mit Kreuzen, Kronen, Sternen, Löwen, Bibern, Streifen, alles Mögliche.
Zum Schluss gewann dann das Ahornblatt. Das hatte den Vorteil, dass es einen guten Kompromiss darstellte. Das Ahornblatt wurde von den Einwohnern, egal ob französisch oder englischsprachig, schon lange Zeit als sehr kanadisch angesehen. Und eine Besonderheit gab's dann noch. Zum ersten Mal auf einer Nationalflagge wurde der mittlere Streifen quadratisch und nahm die Hälfte der Breite ein. In der Kunde der Flaggen und Wappen war das etwas ganz Neues. Nur dafür wurde die neue Bezeichnung Canadian Pale erfunden. Das klingt ein bisschen wie ein Bier. Die Form des Ahornblatts wurde dann noch etwas verfeinert. Und die Flagge war endlich fertig. Auch die beiden Nationalfarben Kanadas haben verschiedene Quellen. Der britische König hat in den 20ern die Farben auf Rot und Weiß festgelegt. Das Rot kam dabei vom Georgskreuz, wie man es von der englischen Flagge kennt. Und das Weiß kam von der Flagge des französischen Königreichs. Noch kurz unnützes Wissen zum Schluss. Am 15. Februar ist in Kanada National Flag of Canada Day. Ich bin Kilian vom Amerika-Lexikon und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir einfach einen Kaffee ausgebt. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut auf www.kilianhain.de vorbei. See you next time!